dann das so versuchen zu illustrieren über Einzelfallbeispiele, und damit sind wir dann im materiellen Bereich. Und dann nehme ich dann Sachen, die sind so prominent, das hat nicht jeder von euch irgendwie gelesen oder gehört haben, auch Gustl Mollat. Das gehört ja zu der Frage Rechtsstaat, was die Polizei mit ihm gemacht hat, oder die Staatsanwaltschaft auch. Oder jetzt der gerade wieder gestern im Handelsblatt auf zwei Seiten befasste Betrugs- und Abrechnungsskandal in Bayern mit über 10.000 Ärzten und Ärztinnen. Schaden mindestens 500 Millionen Euro, wahrscheinlich also Faktor X höher. Und das wurde alles unter den Teppich gekehrt. Einschließlich von der Justizministerin, von der Staatskanzlei und anderen. Dann nochmal den Fall Peggy ganz kurz, der ist ja gerade ganz frisch durch die Medien galoppiert. Dann Stuttgart 21 und wie damit Sachverhalten umgegangen worden ist. Gurleben ein bisschen, vielleicht rote Flora. Dann Blockupy Frankfurt am Main letztes Jahr, auch skandalöses Verhalten der Polizistinnen und Polizisten. Und dann würde ich euch gerne zumuten, noch die großen Themen ein wenig anzusprechen. Ja. Also NSU, der Terror von rechts und was die lustige Polizei da gemacht hat. Aber auch die Staatsanwaltschaften und die zuständigen Gerichte, einschließlich Generalbundesanwaltschaft. Und wir können darüber sprechen, wir müssen sehen, wie die Dynamik sich entwickelt, wie das Interesse ist. Also diese seriellen Tötungen durch Drohnen weltweit, wo die Bundesregierung auch inzwischen eine bedeutende Rolle einnimmt. Dann die Sonderrechte bei Spionage sowieso. Also sowohl Bundesanwaltschaft, Generalbundesanwaltschaft, also wie die einfach nach politischer Opportunität handeln und das Theorem, jeder ist vor dem Gesetz gleich. Da gibt es ja auch einen einschlägigen Artikel im Grundgesetz, den zweiten, praktisch, also lächerlich machen. Das ist nicht mehr ein Fragezeichen, sondern es findet einfach nicht statt. Und genauso dann ein bisschen niedriger eben, aber mit der gleichen Auswirkung, gucken wir uns an, Europol. Also Europol, die Polizisten und Polizisten aus den EU-Staaten dort haben Immunität. Das wissen viele gar nicht. Also diplomatischen Status. Die können nicht angefasst werden, wenn sie Straftaten begehen. Oder auch bei Frontex, die Polizisten. Das, was da an Schweinereien jetzt in Griechenland langsam bekannter geworden ist, wie da auch Asylsuchende eingewirkt wurde, da wird nie was draus erwachsen an Strafen fahren. Ja, das ist so die Überlegung, die ich mir im Vorfeld gemacht habe. Wenn wir das hinter uns haben, dann können wir morgen früh gemeinsam frühstücken. Und was ich natürlich am meisten, also wir müssen einfach gucken, auch wenn aus dem Auditorium Fragen sind, keine Scheu, auch zwischendurch. Ich muss hier nicht eine Stunde Monolog halten, auch wenn das so grundsätzlich die Ansage darstellt. Ich kann mich auch 3 Stunden die Ohren voll dröhnen. Ich war auch im Bundestag einer der wenigen, die 2 sprechen. Was ich ein bisschen schade finde, hätten wir eine Woche voll das Programm gehabt, dass die Rechtsstaatlichkeit natürlich auch in anderen Bereichen stark unterhöht ist. Die ganze Sozialrechtsprechung, nicht nur durch Hartz IV, völlige Überlastung der Gerichte, weil der Gesetzgeber so stümperhaft und gesetzestechnisch so schlecht handwerkliche Arbeit macht. Da waren eben so viele Klagen erfolgreich. Nicht, weil es so ungerecht ist oder so, sondern weil das einfach handwerklich schlecht gemacht wurde. Ich weiß ja nun auch, wie man Gesetze bastelt. Und dann kann man noch ein paar andere Rechtsbereiche angucken, wo man im Grunde für dieses Land Landunter konstatieren muss. Und das, ich gehe jetzt gleich wieder zurück auf das eigentliche, also Polizeigewalt, weshalb ich hier heute auch hergebeten worden bin.
Und das ist auch nachvollziehbar, weil ein Bundestagsabgeordneter hatte mal gesagt, solange der öffentlichen Hand, also den Parlamenten bei der Haushaltserstellung, die Justiz nicht mehr wert ist als der Wert einer Pizza pro Kopf der Bevölkerung pro Jahr, also so 5 Euro. Mehr, also so, oder anders formuliert, das ist im doppelten Sinne dann zutreffend, so billig ist unsere Justiz inzwischen. Die Justiz wurde jetzt jahrelang bei den permanenten Haushaltskonsolidierungen als Sparschwein benutzt, weil die Bürgerinnen und Bürger das relativ spät merken. Wenn dort Stellen eingespart worden, also zur Justiz gehören ja noch ein paar andere Bereiche, Grundbuchämter, Gerichtsvollzieher, wenn da Privatisierung stattfinden, also wenn da Einsparungen vorgenommen wurden, dann merkt der Bürger das in der Regel erst so mittelfristig, so nach 3, 5 oder noch mehr Jahren. Und so ist dann auch nicht verwunderlich, dass die Richterverbände inzwischen über erhebliche Probleme bei der Personalausstattung klagen, und zwar zu Recht. Sowohl Richterstellen als auch Hilfskräfte. Und wenn die Richterverbände, und da hole ich Sie jetzt mal ein in der Argumentation, selbst schon so etwas formulieren, dann haben die offiziellen, auch die Staatsamtsträger, natürlich erhebliche Probleme, die Kritik, die an den Zuständen der Justiz und den Arbeitsergebnissen derselben insbesondere formuliert werden, mal ebenso locker zurückzuweisen. Ignoriert wird es oft. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer lebhaften Versammlung, also Demonstration gewesen ist. Da hat man ja ganz schnell die Erfahrung dann im Lebensrucksack, wie mit einem umgesprungen werden kann. Ort auf der Straße. Aber vieles dessen, was so stattfindet, wird eben ignoriert oder es wird einfach das Gegenteil behauptet, wie auch in Stuttgart 21 oder Gorleben lange, zahlte lange Jahre. Nein, das sei so nicht gewesen und dann braucht es immer Monate oder Jahre oder auch ja, Jahre, bis zum Beispiel Verwaltungsgerichte feststellen, jawohl, das war der Kessel rechtswidrig. Oder es war der Platzverbot, das ausgesprochene Platzverbot für gleich dutzende Menschen rechtswidrig. So, von dieser übergeordneten Herleitung ist es vielleicht besser nachvollziehbar, was ich jetzt gleich speziell zu der Frage Polizeigewalt in Ausführung mache. Also wenn es in dem gesamten Rechtsbereich oder in dem Rechtsgebiet in der Bundesrepublik so aussieht, wie ich eben skizziert habe, das haben wir ja nicht erfunden, was ich jetzt ausgeführt habe, das sind Fakten, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn im Bereich der Polizei sowohl von ihr begangene Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, als auch verwaltungsrechtliches Falschhandeln nicht so befasst wird, wie es von der formellen Rechtsstaatlichkeit her der Fall sein soll. Sie haben das Zitat von vorhin noch nicht beendet mit dem Bundestagsabgeordneten, der meinte irgendwie, wenn die Gerichte totgespart werden, dann haben Sie einen Nebensatz begonnen. Und der hat das einfach als Feststellung gemacht, dass die öffentlichen Haushalte nicht mehr als 5 Euro pro Kopf der Bevölkerung für die Justiz ausgeben. Das hat er in einem bestimmten Zusammenhang so formuliert, der dem nahe kommt, wie ich es jetzt auch dargebracht habe. Ich möchte noch eine Zwischenbemerkung machen. Es gab zu Beginn die Frage wegen Tonaufzeichnung, dass das für jeden klar ist. Hier gab es eine erste Zwischenfrage. Also klar, jedes meiner Worte ist eines von Ewigkeitswert, von daher ist das nur sinnvoll. Und datenschutzrechtliche Gesichtspunkte, also das ist hier eine öffentliche Veranstaltung. Tendenziell haben wir hier alle auch den Bereich der Wissenschaftsfreiheit zu fassen. Auch falls jemand unter Ihnen im dienstlichen Auftrag für den Verfassungsschutz irgendwas aufschreiben sollte, ist das rein theoretisch jedenfalls so. Nur alle anderen, die jetzt Fragen stellen oder die in den Dialog eintreten wollen, die sollten das wissen. Wenn sie es nicht möchten, müssen sie es kurz sagen, dass da das Mikro abgeschaltet wird.
ab wann kann man denn, wenn die dann mal wirklich feste Sache wegen der Krankheit, denn müssen wir rein zur Sache gehen müssen, weil die Leute so gewaltbereit sind und das auch dann zeigen. Wann könnte man da von einer Strafe aus, also von der Polizei ausgehen? Also, dass die Polizei dann solche Straftaten begangen hat. Richtig. Wäre ich dankbar, wir stellen das ein bisschen zurück, ja, dass wir ein bisschen vorankommen in der eingangs skizzierten Systematik. Und ich mache jetzt noch einen Sprung zu meiner Person. Also, ich war jetzt über 30 Jahre im hamburgischen Landesdienst bei der Schmiere. Ich habe Streifendienst gemacht, Bereitschaftspolizei, Sachbearbeitung, mittlerer Dienst, Kriminalpolizei, Sachbearbeitung, gehobener Dienst, Kriminalpolizei, Mordkommission, ich bin ausgebildeter Wirtschaftskriminalist, ich habe in dem Bereich gearbeitet, also recht spektakuläre, große Wirtschaftsfälle auch. Ich habe kriminologische Forschung gemacht, also auch Stabsarbeit im LKA, spezielle Auswärterdelikte und noch so ein paar andere Sachen, aber das sind so die wesentlichen Bereiche. Und ich gehe davon aus, als ich die Einladung ausgesprochen habe, ist es bekannt, dass ich 3 Jahre im Knast saß. Also ich wurde aussortiert durch die üblichen Selektionsmechanismen, die bei solchen Bürokratien hier Raum greifen. Auch dazu, wenn nachher Fragen rein sollten, da habe ich nichts zu verheimlichen, da haben andere viel mehr zu verheimlichen, können wir gerne sprechen. Für mich in der Nachschau übrigens ein Riesengewinn, der Persönlichkeitsreifung, sondern das Gleiche, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, war auch nur so geplant. Es war ein zweites Fachhochschulstudium für mich, das waren auch 6 Semester quasi, aber der ganz besonderen Art. Und bin jetzt eben unterwegs mit Mediation, systemisches Coaching, 2 Bundestagsabgeordnete haben sich mir auch anvertraut, das Coaching. Ich bin nach wie vor monatlich 1-2 Mal in Berlin, mache auf Vorstandsebene Industriekonzern Compliance, also das gleiche, was ich nur viel weniger Geld bei der Polizei Hamburg früher gemacht habe. Und ja, nee, komm erstmal. Das nochmal dazu gesagt zu meiner Person. Und nun versuchen wir, das Programm ein bisschen in den Griff zu kriegen. Die formelle Rechtmäßigkeit, also ein Rechtsstaat ist nach der Legaldefinition ein solcher, dessen konstitutionelle Gewalten rechtlich gebunden sind. Eine Gesetzesbindung. Und der damit in seinem Handeln durch Recht begrenzt wird, um die Freiheit des Einzelnen zu sichern. Nicht um die Macht der Mächtigen und der Herrschenden abzusichern, jeweils theoretisch, sondern die Freiheit des Einzelnen. Alles staatliche Handeln, das in die Rechte eines Einzelnen eingreift, unterliegt somit dem Rechtsschutz. Es kann also durch ein Gericht überprüft werden, ob die getroffene Entscheidung dem Recht entspricht. Ich werde euch darlegen, dass dies in bestimmten Bereichen nicht stattfindet. Also auch da ist die Bundesrepublik Deutschland auf schlechten Wegen unterwegs. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass die Ausübung staatlicher Macht nur auf der Grundlage der Verfassung und von formell und materiell verfassungsmäßig erlassenen Gesetzen mit dem Ziel der Gewährleistung von Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zulässig ist. Also auch hier sind 2 verschiedene Definitionen. Das eine ist von der Bundeszentrale für politische Bildung, also wirklich unverdächtig. Ganz wichtig, das ist eben keine Formalscheißerei. Also wie viele gesagt haben, die Nazis sind formal rechtsstaatlich an die Macht gekommen und haben das dann auch so ausgeübt, weil sie formal Gesetze erlassen haben. Es ist immer die Verbindung zu ziehen zu dem, also unser Grundgesetz ist ja ein normatives Wertemodell. Und das bedeutet für diese Kategorie, also Rechtsstaatlichkeit, die genannten Kriterien Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Dann ist noch letzte, also was ich leider ablesen muss, weil ich keine Lust habe, mehr sowas auswendig zu lernen. Ich habe viele Jahre zig
Sachen auswendig gelernt, ob für Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht, Beamtenrecht, Strafrechtschau, Prozessrecht, bis ich dann nicht kapiert habe, dass es in der Praxis halt doch eben erheblich anders war. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein republikanischer, demokratischer und sozialer Rechtsstaat. So steht es im Artikel 28 Absatz 1 Grundgesetz. Zuallererst bedeutet dies, alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, ist an Recht und Gesetz gebunden. Staatliche Willkür ist ausgeschlossen. Nach Artikel 20 Absatz 2 der letzte Satz. Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung, insbesondere die Unabhängigkeit der Gerichte. So, das ist der legal definitorische Bereich, die Grundlage dessen, über das wir jetzt hier heute uns weiter unterhalten. Ich hatte eingangs gesagt, der § 163 Strafprozessordnung verpflichtet die Polizeibeamten als Erfahrung aus der Nazi-Zeit, denn sobald sie Kenntnis haben von dem hinreichenden Verdacht einer Straftat, dem auch nachzugehen. Das steht im Gegensatz zum Opportunitätsprinzip im Ordnungswidrigkeitenrecht. Dort kann man als Beamter sagen, dem gehe ich nach, dem gehe ich nicht nach. Opportunität, also mit bestimmten Abwägungskriterien natürlich. Das nennt sich dann pflichtgemäßes Ermessen. Aber unter dem pflichtgemäßen Ermessen können Sie natürlich auch, wenn Sie das rechtliche Spielzeug und das Instrumentarium beherrschen, wunderbar Willkür verpacken. Überhaupt kein Problem. Sie können eine Entscheidung pflichtgemäß ermessen und getroffen haben. Und faktisch ist es Ihre eigene Willkür, die Sie damit klug und intelligent begründen. Dieser 163 Strafprozessordnung, wer also auf solchen Versammlungen war, wird es erlebt haben, wird in aller Regel dann nicht angewendet, wenn ein Polizeibeamter sieht, dass Kollegen von ihm Straftaten begehen. So, das ist schon mal klar. Aber das geht noch weit darüber hinaus. Ich könnte Ihnen jetzt dazu Dutzende Beispiele anführen. Ich nehme jetzt nur das von der Roten Flora. Am 21. Dezember letzten Jahres in Hamburg. Da hat der Einsatzleiter Peter Born, mit dem ich noch zusammen in die Landespolizeischule in Hamburg ging, bei der Sondersitzung des Innenausschusses der Hamburger Bürgerschaft ausgeführt, dass über 160 verletzte Polizeibeamte aufgefallen sind oder zur Meldung gelangt. Es musste dann eine Abgeordnete nachhaken und nachfragen, ob der Polizei bekannt ist, wie viele Demonstranten verletzt sind. Dann rutschte er rum auf seinem Stuhl und druckste noch weiter rum und dann kam die Mitteilung 2. Tatsächlich waren es knapp über 400, wahrscheinlich über 500. Und zwar direkt in und am und durch das Einsatzgeschehen bei dem permanent Polizisten dabei waren. Nehmen wir mal an, 5 Dutzend von mir aus 100 dieser einzelverletzten Demonstrantinnen und Demonstranten hat kein Polizeibeamter wahrgenommen, weil das war irgendwie hinter der Hausecke oder sonst, keine Ahnung. Nehmen wir das einfach mal an, bleiben immer noch mindestens 300, 400 Straftaten, die Beamten nicht verfolgt haben. So, das sind Fakten. Die Zahl der verletzten Demonstrantinnen und Demonstranten ist bekannt. Viele dieser Demonstranten sind dann, war jemand von Ihnen dort in Hamburg? Niemand. Bin ich der Einzige hier im Raum, also als Beobachter. Viele dieser verletzten Demonstranten sind zu Anwälten gegangen und haben gesagt, was ihnen geschehen ist und sie möchten dagegen vorgehen, sie fühlen sich ungerecht behandelt, sind sowieso verletzt, also geschädigt und so weiter. Die Anwälte haben durch die Bank davon abgeraten, gegen die Beamten eine Strafanzeige zu machen. Selbst wenn die verletzten Demonstranten Freunde in der Nähe hatten, die das beobachtet haben, weitere Hinweise, welche Einheiten für die Misshandlung in Betracht kamen oder für die
Polizeigewalt oder sogar Fotos oder laufende Bilder existieren. Und die Begründung dieser Anwälte geht dahin, weshalb sie eine solche Rechtsberatung aussprechen, dass sobald eine Strafanzeige gegen den Beamten erfolgt, hundertprozentig das komplette Echo erfolgt. Also gegen Strafanzeige, da sind auch sofort 3 oder 5 Polizeibeamte als Zeugen da, obwohl das vorher nie aktenkundig gewesen ist. Weil diese Systematik kennen wir aus verschiedenen Großeinsätzen, das ist nicht so daher fantasiert oder geplaudert, sondern das sind feste Erfahrungsgrundsätze. Und gerade diese erfahrenen Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, mit denen wir auch mit einigen relativ eng zusammenarbeiten, können das aus ihrem Berufswissen sicherer noch darstellen, als ich es kann. So, das ist jetzt ein Beispiel, wo die formelle Rechtmäßigkeit nach dem Rechtsstaatsprinzip, ich schüttel mir den wieder an, kein Signal, egal, ich muss ja eh langweilig Text, ne? Ändert sich ja nichts. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo Sie erkennen können, dass die formelle Rechtsstaatlichkeit in diesem Bereich faktisch nicht existiert. Und zwar immer dann, wenn es aus Sicht der Polizei Sinn macht, das Interesse der Polizei widerspiegelt, was aber nicht das Interesse darstellt, wofür eine Polizei eigentlich da ist. Also Polizei, ne, das ist die Sicherheit und Ordnung herzustellen für die Bevölkerung. Das ist ein Eigeninteresse. Man will selbstbegangenes Unrecht nicht thematisieren, nicht zum Staatsanwalt oder gar zum Gericht gelangen lassen, geschweige denn in die Öffentlichkeit verbreitet sehen. Es gibt in diesem Segment, also 163 Strafprozessordnung, Strafverfolgungspflicht durch Polizeibeamte, noch weitere Kriterien, über die ich jetzt einfach erstmal hinweggehe, es sei denn, es kommen da noch gezielte Fragen. Ich würde gerne zur Staatsanwaltschaft noch etwas sagen. Die Staatsanwaltschaft ist ja auch nach der Strafverfahrensordnung der Bundesrepublik Deutschland eine neutrale Ermittlungsbehörde. Sie soll, das hört man ja auch immer wieder in Kriminalfällen, sowohl belastendes als auch entlastendes Material zusammentragen. Und die Rolle der Staatsanwaltschaft ist ganz, ganz eng verknüpft mit der Kernproblematik, die wir heute als Thema haben, nämlich Polizeigewalt. Denn wenn die Staatsanwaltschaft ein Sachverhalt nicht zur Anklage bringt, dann kann auch kein Gericht darüber befinden. Also da arbeiten, Beweisaufnahme stattfinden lassen oder gar ein Urteil erlassen. Es gibt andere Länder, auch in Europa, da gibt es das Institut des Ermittlungsrichters. Da können Richter auch selbst aktiv werden. Das geht bei uns nicht. Von daher ist die Frage, ob die Staatsanwaltschaft wirklich neutral arbeitet, gerade bei der Spezialität von Straftaten oder dem Verdacht von Straftaten, die durch Polizeibeamten und Beamte begangen worden sind, von ganz, ganz hoher Bedeutung. Bis vor wenigen Jahren stand noch in der Strafprozessordnung, dass Polizeibeamte Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sind. Jetzt gibt es einen anderen Terminus, aber der Geist hat sich weder bei der Polizei noch bei den Staatsanwaltschaften geändert. Man fühlt sich wie in einem Haus oder in einem Wagen durch die Gesellschaft herumfahren. Die Staatsanwaltschaft, da habe ich also sowohl aus meinem aktiven Dienst als auch durch die politische Arbeit eine solche Fülle an Einzelbeispielen, und zwar auch außerhalb der Fragestellung bezüglich der Polizeigewalt, sodass ich mich auch nicht mehr gewundert habe, als ein Freund von mir, ein leitender Kriminaldirektor, zu mir sagte, der hat selbst im Innenministerium gearbeitet, hat die Abteilung organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität viele Jahre geführt, dass für ihn die Staatsanwaltschaft die korrupteste Behörde der Welt ist.
Es gibt ziemlich deutliche Anzeichen, dass teilweise richtig aufgeschmiert wird. Aber ob nun Delikte nach Kriegswaffenkontrollgesetz nicht verfolgt werden, weil das Interesse der Bundesregierung daran besteht, Panzer oder irgendwelche anderen Waffen in bestimmte Regionen gelangen zu lassen, die sie eigentlich nicht gelangen dürfen. Also Hamburg hatte ja bis vor kurzem noch den Freihafen. Da war es besonders einfach für solche Dinge. Und es passierte allerdings auch immer wieder mal, dass ein oberschlauer Zöllner oder auch Polizeibeamter bei seinen Streifengängen solche Funde machte, also Waffen. Und zwar nicht aus Russland oder so, sondern aus der Bundesrepublik Deutschland, bestimmt für Krisengebiete, die nicht geliefert werden darf. Solche Vorgänge könnte ich Ihnen jetzt auch zu Dutzenden erzählen im Einzelnen, aber ich belasse es jetzt erstmal bei dieser Kurzdarstellung. Die Unabhängigkeit der Gerichte. Auch das gehört zu dem Bereich formelle Rechtsstaatlichkeit, weil jeder Bürger sich ja darauf verlassen können muss, dass wenn er einen Sachverhalt als beschwerend erlebt und ihn der Justiz übergibt zur Überprüfung, dass er unabhängig, möglichst neutral behandelt wird. Die Frage der Unabhängigkeit der Gerichte möchte ich auch nicht so sehr festmachen an der Einzelfallproblematik, weil dass einzelne Richter auch mal fehlen, ob nun, weil sie Alkoholiker geworden sind oder der Spielsucht anhängen oder andere Dinge mitgemacht haben, die ja, auch Richter sind menschlich. Sondern die Unabhängigkeit der Gerichte möchte ich vor allem beleuchten unter dem systemischen Gesichtspunkt, ob sie tatsächlich sich diese innere Freiheit auch zu nehmen in der Lage sind. Also das, was die Verfassung ihnen an Freiräumen und Spielräumen gibt, dass sie das tatsächlich auch ausüben in ihrer Dienstausübung. Und da können wir gleichfalls ein Fragezeichen hintersetzen, und zwar nicht nur, weil kritische Polizistinnen und Polizisten das formulieren, sondern weil ja auch aus den Reihen der Richterinnen und Richter zum Beispiel so eine Bürgerrechtsvereinigung wie unsere existiert, also die neue Richtervereinigung. Da sind eben die Strukturen, die Hierarchien in der Richterschaft nach wie vor so gestaltet wie während der Kaiserzeit. Also wer als Amtsrichter weiterkommen möchte, mal am Landgericht, in der Kleinstrafkammer, erstmal als Beisitzende oder vielleicht als Vorsitzende oder auch in die große Strafkammer oder noch weiterkommen möchte, der ist in höchstem Maße davon abhängig, wie ihn sein vorgesetzter Richter beurteilt. Weil die Beurteilung, das ist das, damit wird entschieden, ob der Daumen nach oben oder nach unten geht. Und es gibt auch in dem Bereich nur ganz, ganz wenige Richterpersönlichkeiten, die sagen, mir ist das egal. Ich will gar nicht ans Landgericht oder ans Oberlandesgericht, sondern ich möchte meine Freiheit als Amtsrichter, die Jahrzehnte, die ich diese Tätigkeit jetzt bis zur Pensionierung vor mir habe, so ausüben. Diese Fälle gibt es. Ich kenne auch ein, zwei. Aber sie sind natürlich deshalb die Ausnahme, weil mit diesem beruflichen Aufstieg auch Geld verbunden ist. Und das ist dann so, wie bei der Staatsanwaltschaft, also ob man Staatsanwalt oder Oberstaatsanwalt ist, das ist ein Unterschied von 500 Euro. Oder bei der Polizei. Und da wirken dann ganz simple Mechanismen, dass eben auch die Ehefrau oder der Ehemann zu Hause sagt, nun verhalte dich doch mal so, dass es bei der nächsten Ernennung klappt. Nun nimm dich doch da zurück oder ähnliche Sachen. Das erleben wir als kritische Polizisten, das weiß ich durch Gespräche mit Staatsanwälten und auch mit Richtern und Richterinnen. Und weil wir auch im sehr engen Stoff, also inhaltlichen Stoffwechsel mit der neuen Richtervereinigung sind, muss ich gar nicht auf die besonderen Erfahrungen rekurrieren, die ich in, also ich habe über 45 Strafvermittlungsverfahren gegen mich gerichtet, wohlgemerkt als Kriminalbeamter, hinter mich bringen dürfen, durch mein politisches Engagement.
achtmal als Angeklagter in der öffentlichen Hauptverhandlung. Also darauf brauche ich gar nicht rekurrieren, was ich da erlebt habe, sondern es gibt Fälle, in denen zum Beispiel ein Schöffe nicht das will, es gibt ja bestimmte Urteilsqualitäten, da müssen alle im Gericht zustimmen. Da geht es nicht 2 zu 1 oder 3 zu 2, sondern müssen alle 3 oder alle 5 bei einer kleinen oder großen Strafkammer mit Ja stimmen zum Urteil. Und da habe ich solche Personen erlebt, wo ein Chef gesagt hat, nein, das will ich nicht, ich bin dagegen. Da ist der vorsitzende Richter schreiend rausgelaufen, also richtig rumgebrüllt, mit der Bemerkung, jetzt gibt er, das war eine Frau, der Chefin nochmal eine Viertelstunde Zeit zum Überlegen. Und als er zurückkam, hatte er immer noch gesagt, nein, Sie haben eine andere Auffassung, so wie es ja eigentlich sein soll. Wenn man eine andere Auffassung hat, soll man sich dazu bekennen. Dann wurde natürlich das Urteil nicht so abgefasst, konnte nicht so abgefasst werden, wie der vorsitzende Richter es sich vorgestellt hat. Aber dann passierte Folgendes. Diese Chefin, das ist ja immer so eine Zeit von 3 oder 4 Jahren, zu der man, das ist ja praktisch eine Richterin oder Richter, auch ohne 2 juristische Staatsexamen. Diese Chefin wurde nie wieder zu irgendeiner Verhandlung eingeladen. Es gibt ja da Ersatzchefin. Und das kann man dann auch mal begründen, nach Geschäftsverteilungsplan oder sonst was, genauso wie die Frage, ob jemand seinen gesetzlichen Richter kriegt. Also das ist ja auch ganz bewusst so im Gesetz gefasst, dass nicht jemand, der eine besondere Leidenschaft hat, sagt, Mensch, der ist da angeklagt oder das Zivilverfahren läuft da, da will ich hin, das möchte ich gerne machen. Sondern das geht nach Buchstabenfolge, nach anderen Kriterien, es gibt ja verschiedene Systematiken in den Bundesländern. Auch diese Vorgabe, also gesetzmäßig, der Richter, kann unterlaufen werden und wird auch unterlaufen. Weil dieses eine Beispiel der Chefin ist nur eines von vielen. Und auch dazu möchte ich jetzt gar nicht mehr Einzelbeispiele mitbringen. Ich habe vorhin schon ausgeführt, dieses merkwürdige Theorem, dass bei Kapitaldelikten in der Bundesrepublik Deutschland nur eine Tatsacheninstanz existiert. Da sagen die Befürworter, ja, das bewirkt ja automatisch, dass die Richter auch ganz besondere Sorgfalt walten lassen bei der Beweiserhebung, bei der Sachverhaltserforschung, bei der Betrachtung des Lebenslaufes des Angeklagten, bei der Bewertung der Zeugenaussagen und der ganzen anderen Beweismittel, Urkunden und was es da alles gibt. Also das ist die Begründung dafür, dass man nach wie vor bei einem einfachen Ladendiebstahl locker 2 Tatsacheninstanzen bekommt. Da muss man gar nicht so groß begründen, wo man verurteilt wurde, was weiß ich, 20, 50 Tagessätze. Dann lässt man durch seinen Anwalt Beweismittel einlegen und die 2. Tatsacheninstanz lohnt. Bei Raub oder so geht das nicht. Mit der Begründung, die ich Ihnen eben formuliert habe. Nun weiß jeder interessierte Zeitungsleser, dass die Problematik des Deals im Strafverfahren gewaltig ist. Und es wird gedealt ohne Ende. Und nicht nur bei den großen Wirtschaftsstrafen, auch zum Beispiel bei den Polizeiverfahren. Also wenn überhaupt mal Polizisten vor den Richter kommen, vergessen Sie nicht, in allen Bundesländern gibt es inzwischen durch kleine Anfragen vorliegende Zahlen über bestimmte Kalenderjahre. In der Regel haben das die Abgeordneten der Linken oder der Grünen gemacht, also mit kleinen Anfragen. Dass meinetwegen in Niedersachsen waren das vor 3 Jahren 350 Beamte, die einem Strafvermittlungsverfahren ausgesetzt waren, Polizeibeamte. Und tatsächlich sind davon nur 1,3% zur Anklage. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig und auffällig und da brauchen Sie auch kein Einzelfaktenwissen von den Sachverhalten, sondern da bräuchten Sie nur einen Statistiker dran setzen und der würde das vergleichen mit anderen Bundesgruppen und dann würde er Ihnen mitteilen,
relevant. Warum ist das denn so? Dafür muss es ja eine besondere Erklärung geben. Nun ist klar, dass gelegentlich auch Polizeibeamte mit falschen Anzeigen überzogen werden, aber das alleine kann nicht die und ist auch nicht die Begründung, sondern der Hintergrund ist das, was ich vorhin ausgeführt habe, der Schulterschluss mit der Staatsanwaltschaft, dieses frühere Sprachbild, was wir auch in der SDPO hatten, Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Und das wissen auch alle Polizeibeamten. Deswegen haben die allermeisten vor formalen Verfahren, ob disziplinarer Art oder strafrechtlicher Art, relativ wenig Angst. Sie haben viel mehr Angst davor, als Kameradenschwein eingeordnet zu werden. Also dass die Kollegen sie dann schneiden, Mobbing. Also informellen Sachen wirken viel, viel gravierender. Wer noch nicht von Ihnen Mobbing erlebt hat, den gebe ich zur Unterstreichung dieser Beschreibung jetzt noch folgendes Beispiel. Mitte der 90er Jahre gab es einen der vier großen Hamburger Polizeiskandale. Da wurden am Hauptbahnhof beschwerdeschwache Bevölkerungsgruppen, Ausländer, Bettler, Obdachlose von Polizeibeamten geschmürigelt bis hin zu Scheinerschießungen. Und es wurde dann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft, also des Landtags in Hamburg, eingesetzt. Und die Staatsanwaltschaft kam plötzlich in Gang. Vorher hat sie das immer mit gedeckt. Also da muss man sich auch klar machen, systemisch. Es gibt auch in Köln oder München bestimmte Reviere, wo Beamte besonders auffallen. Und wenn da ein Beamter zum Beispiel 10, 12 Strafanzeigen im Hals hatte, und die werden immer alle eingestellt, dann ist das klar, welche Wirkung das entfaltet. Und zwar nicht nur bei den betreffenden Polizeibeamten, das sind Motivationskillen, sondern auch an der ganzen Wache. Das spricht sich weit über die Einzelwache hinaus und ist einfach so. Jede Polizei ist wie ein Dorf. Also, wer solche Strafverfahren gehabt hat und wird dann mal zum Staatsanwalt eingeladen und geht dann mit einer lächerlichen Vernehmung wieder nach Hause, der geht sich auf die Schenkel klopfend an die Dienststelle und sagt, guck mal, wie doof die Staatsanwaltschaft. Dass dahinter der andere Gedanke steht, dass die Staatsanwaltschaft gar nicht will, dass die Beamten zur Anzeige gemacht werden, das realisieren viele der Polizeibeamten. Jedenfalls ist die Sorge und die Angst bei den Polizeibeamten sehr, sehr viel größer, dass sie informelle Nachteile bekommen durch die Kollegenschaft. Das überlebt nämlich kaum jemand. Also nicht jetzt physisch, sondern psychisch, existenziell, so bis hin zur Kündigung, Krankheit als Flucht und andere Dinge treten da ein. Was ich aber eigentlich eben darstellen wollte, ist Folgendes. Als dieser Untersuchungsausschuss gegründet wurde, hat man plötzlich, weil die Öffentlichkeit ja davon Kenntnis nahm, was da am Hauptbahnhof in Hamburg stattfand, zwei sehr gute Staatsanwälte daran gesetzt, also eine Sonderkommission gegründet mit zusätzlichen Kriminalbeamten vom LKA. Der eine Staatsanwalt hat vorher leitend die organisierte Kriminalität in Hamburg bearbeitet. Also das ist ein Typ gewesen, Könige hieß der, das war ein Karrierebeamter und der hatte was drauf. Und der hatte dann nach über 230 Vernehmungen von Polizeibeamten, in der Regel als Zeugen, aber auch als Beschuldigte aus diesem Komplex des Untersuchungsausschusses, öffentlich Folgendes mitgeteilt. Er hatte vorher so viel Druck, auf die wie die Einzelbeamten darstellten, wie auch sie ausgeübt wurde, so viel Ausweichverhalten in dem Aussageverhalten bis hin zu klaren Lügen, vorher nur in dem Bereich der organisierten Kriminalität erlebt. Auch das will ich in seiner Bedeutung so zur Kenntnis zu nehmen. Das sagt nicht irgendein kritischer Polizist. Das hat vor jetzt 15, 17 Jahren dieser Oberstaatsanwalt in Hamburg öffentlich gesagt und auch nicht aus Versehen oder weil er im Delirium war. Das hat er mehrfach wiederholt. Weil es so ist. Also diese Kategorie der Omerta, die bei
bei bestimmten Mafia-Familien. Die Mauer des Schweigens, die ist komplett, die ist perfekt bei der Polizei. Und das gilt für jedes Bundesland, auch für jede Bundespolizei. Auch von daher ist vielleicht nachvollziehbar, weshalb also unsere Organisation so ein exotisches Grüppchen bleiben muss. Das geht gar nicht anders. Wir waren in der Höchstphase nicht mehr als maximal 120 und wir sind auch jetzt nicht mehr als gut 80. Mit dazwischen noch bestimmten Krisen, die nicht ohne waren. Und wir sind allerdings auch weltweit das einzige Projekt dieser Art. Es gibt nirgendwo auf der Welt eine Organisation, die aus Polizeipraktikern besteht und also gegen den Strich redet, Klartext redet. Gibt es eine Zahl, wie viele Polizeibeamte es überhaupt in Deutschland gibt? 300.000. Und es gibt inzwischen mehr im zivilen Wach- und Sicherheitsgewerbe als hoheitliche Polizeibeamte. Das sollte man sich auch vergegenwärtigen. Also auch da die Privatisierung, wer sich Sicherheit leisten kann, kauft sich die. Und zwar nicht nur, indem er über hoch- und höchstbezahlte Juristen entsprechend kluges, taktisches Vorgehen in den entsprechenden Verfahren, die ihn betreffen, ob Zivilverfahren oder Strafverfahren ist einerlei, finanzieren kann, sondern über solche Kategorien. Also wir haben ja Privatdetektiven, die gehen inzwischen in ihren technischen Möglichkeiten in bestimmten Segmenten über das hinaus, was Polizei leistet. Also mir war bekannt, und Polizei ist auch an der Stelle einfach ein bisschen schlicht. Also um nicht zu sagen, doof. Also mir war schon vor 5 Jahren bekannt, dass es bestimmte Anwälte gibt, bei denen braucht man nur Anruf, also man muss ihnen Auftrag geben und ein bestimmtes Geld zahlen, nicht mal verrückt viel. Und die waren in der Lage, über bestimmte Anlaufstellen in den USA, ihn über ihren Nachbarn oder wer sie interessiert oder der eine Student nervt den anderen und möchte über den was wissen, Kontenverbindung, Kontoabläufe, also welche Zahlung, Einzahlung, Auszahlung stattfinden und vieles andere mehr zu beschreiben. Ist klar, die waren drüben in den USA in der Lage, bestimmte Informationen und Tatsachen, die die NSA sowieso alle gesammelt hat, zu benutzen. Und in der Bundesrepublik konnten unsere Geheimdienste ja auch immer darauf zugreifen, wie inzwischen auch die letzten begriffen haben. Man kann es jetzt auch so sagen, wie ich es eben tat, ohne dass man als Verschwörungstheoretiker hingestellt wird. Aber für den Zivilbürger oder für die gemeine Polizei in diesem Land war das alles unerreichbar. Also unsere Geheimdienste waren auch damals schon in der Lage, über Großbritannien oder im Wesentlichen aber die USA darauf zuzugreifen. Das zweite wesentliche Moment, worüber die formelle Rechtsstaatlichkeit unterlaufen wird, auch nur beispielhaft, ist, dass zum Beispiel im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, mit denen wir vergleichen dürfen, die USA, keine Bordprotokolle bei großen Prozessen möglich sind. Ich habe ja, wie gesagt, auch so ein paar Prozesse gegen mich. Ich wollte immer, dass das wörtlich protokolliert wird, weil da teilweise abenteuerliche Äußerungen der Richter stattfanden oder auch der Staatsanwälte. Und sowas finden Sie anschließend in keinem Protokoll. Es gilt danach nur noch das Protokoll des sitzungsführenden Richters oder der Richterin. Also was er mitgeschrieben hat und was ihm durch die Lappen geht, ist dann nicht drin. Oder was er aus den Gründen, weshalb er das Urteil in die oder in jene Richtung entwickelt, passen ihm bestimmte Dinge nicht, die dort in den Dialogen, in den Gerichtssälen stattfinden, dann taucht das auch nirgendwo auf. Dann können Sie auch 5 Zeugen anschleppen, Ihren eigenen Rechtsanwalt oder 2, vielleicht auch 3, oder aus dem Publikum noch weitere Menschen, die sagen, ja, aber das fand so statt. Das hat der Staatsanwalt oder der Richter so gesagt. Das ist rechtlich irrelevant. Und nur das zählt. Wer die Realität abgebildet sehen will, in solchen Gerichtsverfahren,
der muss Sturm laufen gegen eine solche Regel. Und es gab auch die eine und andere Klage bis hin zu den höchsten Gerichten, also über den Bundesgerichtshof bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und das wurde immer abgewiesen. Mit abenteuerlichsten Verrenkungen. Also ein Jurist ist ja in der Lage, ihn zu begründen, dass diese Leinwand hier nicht rechteckig ist, sondern rund. Das gehört zur juristischen Ausbildung, dass sie das begründen können. Und das ist in sich konsistent und logisch dann. Und die Wirklichkeit, dass diese Leinwand dort rund ist, das ist dann die Grundlage, auf der tatsächlich gearbeitet wird. Und so ist das auch mit solchen Verfahrensweisen, wie ich sie jetzt beispielhaft genannt habe. Das sind jetzt immer zwei solche Beispiele. Aber wo steht es irgendwo, dass es explizit verboten ist, oder wird es einfach nicht gemacht, also diese Protokollführung? Das steht in der Strafverfahrensordnung. Dass nur bei kleinen Verfahren irgendwas protokolliert werden darf. Das ist also protokolliert, es gibt auch da kein Wortprotokoll. So. Also, das ist auch dem Gesetzgeber bekannt. Also, ich war ja selbst mal Gesetzgeber. Und da, also es gibt ja im Bundestag immer über 20% der Abgeordneten sind ja Juristinnen und Juristen. Also, das darf man auch nie vergessen. Also, wer sagt das? Herbert Wehner sagte ja mal, der Plenarsaal ist immer voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Also Pädagogen, auf die er wie Gerhard Schröder einen Hass hat. Ist Quatsch, es sind nie mehr als 1,5% Pädagogen, einschließlich der Hochschullehrer im Bundestag oder im Landtag. Aber die Juristen, die überspringen immer die 20%. Und natürlich wissen die das. Und das wird ganz bewusst so aufrechtgehalten, weil die Gerichte, und das ist ja der Ausgangspunkt dieser Betrachtung jetzt hier, die Fragestellung, sind sie wirklich unabhängig? Wollen sie von sich aus die verfassungsrechtlich vorgegebene Möglichkeit, unabhängig zu arbeiten, auch tatsächlich leben? Das verneint sich. Das wird natürlich in vielen Köderdelikten oder Einzelfällen gemacht, da kommt es nicht drauf an. Also wenn jemand irgendeine Körperverletzung oder so, dann wird das sauber durchgearbeitet. Gar keine Frage. Aber auch da gibt es dann über die rein menschlichen Aversionen oder Zuneigung noch Kriterien, über die schon die Unabhängigkeit in Frage gestellt wird, jedenfalls oft. Aber immer dann, wenn es spitz auf Knopf geht, wenn es um Macht geht, also jetzt Stuttgart 21 oder Verwaltungsgerichte zu Glöckchenpark, oder diese ganzen anderen großen Einsatzanlässe, dann weiß jeder Richter, was von ihm erwartet wird. Ich habe mal Wolfgang Neskowitz, der war jetzt ja 8 Jahre für die Linken im Bundestag Justiziar und war selbst Richter am Bundesgerichtshof. Ich habe mal gesagt, Wolfgang, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du einen Anruf vom Bundesnachrichtendienst bekommst, also in seiner Richterrolle, das war vor 15 Jahren oder. Er war Präsident der neuen Richtervereinigung, ich für unseren Club mit einer der beiden Vorsitzenden. Was machst du denn? Man sagt, du Thomas, das ist eine ganz schwierige Frage. Also obwohl wir wirklich einen offenen Austausch miteinander betreiben, auch dazu mochte er nichts sagen. Nur das findet statt. Es gibt also Anrufe, also es ist ja nicht nur die Generalbundesanwaltschaft, also unter der Generalbundesanwalt, die im Grunde rein nach politischen Kriterien arbeiten. Wenn hier Spione der USA straffällig auffällig werden, Spionage ist ja verboten gegen die Bundesrepublik Deutschland, dann passiert nichts. Dann werden die höchstens aus dem Land geschickt. Das wird auch still gemacht über das Auswärtige Amt, wird mitgeteilt, ob USA, Russland, die und die Personen sind leider aufgefallen, dann werden die nach Hause geschickt oder in ein anderes Land geschickt. Das würde mit keinem anderen Bürger so gut sein. Und ich habe selbst auch im Dienst solche Sachverhalte erlebt, dass mein Dienststellenleiter damals im LKA sagte, zu zwei Beamten, komm mal mit, hier ist ein BND-Beamter von Bundesnachrichtendienst. Und dann passierte Folgendes. Das werde ich nie vergessen. Das war in den 90er Jahren. Das war nach meiner Zeit in Bonn als Abgeordneter. Dass ich das so hautnah und konkret erleben würde, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also
der BND sollte einem Geheimdienst im Nahen Osten gefallen tun. Und deswegen sollten wir beim Landeskriminalamt zwei Kfz-Händler Livia hops nehmen. Wir hatten überhaupt keine Erkenntnisse über die. Ja, da gab es nicht mal einen Verdacht für uns. Aber der BND kann ja ganz anders mitlauschen und hat auch noch weitere Informationsquellen, die die doofe Polizei nicht hat. Wir hatten jetzt von denen den Hinweis, dann sagte der eine Beamte, der von dem Hersteller in die Besprechung einbezogen wurde, du, wir haben keinen Verdacht. Dann sagte der Dienstleiter nur, den Kriminalamt möchte ich sehen, der nicht in der Lage ist, einen Verdacht zu begründen. Und so läuft das. Also es wurde durchsucht, es wurden Feststellungen, es waren tatsächlich geklaute Autos da. Das war ja keine Falle vom BND für uns. Die beiden gingen in Untersuchungshaft. Der eine kam nach einem Tag wieder raus, aus gesundheitlichen Gründen, Herz. Der andere nach 6 oder 8 Tagen, das ist das übliche Spiel, auch aus gesundheitlichen Gründen. Das war eine Wahl, also welcher Geheimdienst Gefallen bekam, ist klar, Israel Mossad. Auch wenn das nie so kommuniziert wurde, aber das war klar. Und das ist jetzt einfach nochmal ein ganz konkretes Beispiel, was ich aus meinem eigenen dienstlichen Erleben mitgenommen habe, worüber klar ist, dass an solchen Stellen Rechtsstaatlichkeit nicht stattfindet. Wir haben jetzt tatsächlich eine Stunde hinter uns, oder ich. Deswegen würde ich ungern jetzt noch diese Einzelfallproblematik so durchdeklinieren, sondern einfach erstmal die Frage stellen, ob Fragen sind, bevor ich hier den Monolog weiterführe. Sonst spreche ich weiter. Ja, ich weiß nicht, ob Sie früher oder später noch zu sprechen kommen wollten, aber Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie selbst ungefähr 3 Jahre lang in Haft waren. Hat das, also kann die Geschichte mit der Staatlichkeit ein Märchen zufällig verknüpft werden? Oder hat das gar nichts mit unserem Thema? Doch. Also wer Lust hat, kann auf meiner Homepage das alles ziemlich detailliert lesen. Es hat sehr viel damit zu tun, weil davor waren ja schon 42 Strafverfahren und danach kamen nur noch 2 dazu. Und diese Verfahren hatten alle politischen Hintergrund. Allesamt. Ausnahmslos. Also ich bin kein Polizeibeamter gewesen, der wegen seiner dienstlichen Handlungen auch nur einmal angezeigt worden ist. Das ist ja eigentlich das Problem, was wir hier diskutieren wollen. Sondern immer aus diesem zivilgesellschaftlichen, privaten Bereich wurde mir was Zeug. Und dann hatte ich 1997 eine Staatsanwältin und den ehemaligen Landgerichtsdirektor in Hamburg angezeigt, weil diese Staatsanwältin bei uns bei der Wirtschaftskriminalität angerufen hatte und Informationen über eine Warenterminfirma haben wollte, also das, was jetzt als Investmentbanking stattfindet. Devisengeschäfte, Optionsgeschäfte, Derivate, da hatte ich das Glück, in den 90er Jahren schon sehr früh, also ziemlich gute Fachkenntnis zu bekommen. Und wir hatten da immer dann so Firmen, die zig Millionen Volumina hatten. Und die Staatsanwältin wollte zu dieser einen Firma etwas wissen, weil, das hat sie auch unserem Sachgebietsleiter so gesagt, die Tochter von diesem ehemaligen Landgerichtsdirektor in der Firma arbeitet, als Brokerin. Und dieser Landgerichtsdirektor machte sich Sorgen, weil wir vom LKA die Zivilgerichtsakten angefordert hatten zu der Firma. Wir fordern die dann an, bevor wir Maßnahmen vorbereiten, Durchsuchungen festmachen oder sowas. Und wenn das LKA von einer Firma sowas anfordert, das geht über den Tisch des Landgerichtsdirektors, dann kann er sich an 5 Fingern abzählen, da ist was im Busch. Und diese Tochter, der Sachgebietsleiter, hat leider gesagt, ja, wir bereiten was vor. Und diese Staatsanwältin war wiederum übrigens Tennispartnerin des Landgerichtsdirektors, so profan menschlich läuft das dann. Und diese Tochter
kündigte dann so ein paar Wochen später und war zu dem Zeitpunkt, als wir den Aufschlag machten, nicht mehr da. Das war eine Firma, die hatte in Madrid, in Flensburg und in Hamburg Büros. Wir haben richtig Kasse gemacht. Und wir haben natürlich kistenweise Sachen rausgeschleppt, aber das war fast alles nur Spielmaterial für die Dobe Kripo. Das lief auch öffentlich hoch, auch in der Bürgerschaft, Anfragen, Medien und so weiter. Es war klar, ich bekannte mich auch dazu. Ich habe die Strafanzeige gemacht. Und dieses Verfahren, das da gegen mich dann zum Erfolg führte, also zum Abschuss, war also eins der drei großen Verfahren, die man gegen mich betrieben hat. Zwei davor hatte ich immer gewonnen. Also Strafrecht gewinnt man ja nicht als Angeklagter, sondern wird nur nicht verurteilt. Und beim dritten haben sie mich dann erlegt. Also das war einfach die Rache der Staatsanwaltschaft und bestimmter Richterpersönlichkeit. Und dann gibt es noch viele Einzelfacetten. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie mal auf die Homepage. Da habe ich das noch detaillierter beschrieben. Also so ein Typ, also es gibt nichts Schlimmeres als jemanden wie mich, der im operativen Bereich arbeiten will. Viele unserer Kritischen, das macht Ihnen das vielleicht auch noch erklärlich, was hier zur Problematik Polizeigewalt schon formuliert ist, die retten sich im Dienst, indem sie so exotische Bereiche machen. Konflikttraining. Oder 110, also Einsatzzentrale, wenn man anruft. Polizeiwagen, dann ist man nicht so direkt im Einsatzgeschehen. Das wollte ich nie machen. Für mich war immer klar, richtig war. Also, und das hat auch Spaß gebracht und hat auch viele Erkenntnisse gebracht. Also auch wie bei Telefonüberwachung gearbeitet wird. Auch das übrigens, Landorter. Also es gibt ja eine Studie aus Bielefeld von renommierten Kriminologen, die haben das untersucht. Oder jetzt mache ich erstmal da einen Strich, da gab es noch andere Wortmeldungen. Ja. Bitte. Wie beurteilen Sie die Arbeit von Polizeigewerkschaften? Von? Polizeigewerkschaften. Also wir sind ein anerkannter Berufsverband. Es gibt vier. Die drei großen und wir als Exoten, sag ich mal. Also Artikel 9 sind wir, aber wir haben keine Tarifkompetenz, wir wollen auch nicht in Tarifverhandlungen mitmischen. Wir wollen Klartext reden, wir wollen auf Gesetzgebung Einfluss nehmen, auf Abgeordnete, auf Journalisten. Oder sowas wie heute hier machen Meinungsbildung, Wissensvermittlung. Die Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund ist CDU-nahe und die Gewerkschaft der Polizei ist SPD-nahe. Als die Gewerkschaft der Polizei Ende der 70er oder Anfang der 80er 17. Säule im Deutschen Gewerkschaftsbund wurde. Vorher gab es nur eine Betriebsgruppe Polizei in der ÖTV, heute Verdi. Diese Betriebsgruppe Polizei, das waren exzellent geschulte Gewerkschafter. Also die hatten das Bewusstsein von Gewerkschaftern. Ich war selbst Obmann bei der Gewerkschaft der Polizei und habe auch schöne Schulungen mitgemacht. Als die 17. Säule im DGB wurde, war sie sofort, von Anfang an, am rechten Rand des DGB. Und gehen Sie davon aus, die GdP ist heute noch weiter rechts, als sie schon damals war. Sie überholt in einigen Ländern die Polizeigewerkschaft des Deutschen Beamtenbundes rechts. Und zwar deshalb, weil diese beiden, das sind die beiden richtig großen, der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist auch eine Sondertruppe, so wie wir, eben für die Kripo. Die GdP ist deshalb in einigen Bundesländern so viel weiter rechts als die Pol-Gewerkschaft, weil die beiden ja in Konkurrenz um die Köpfe, also um die Mitgliedschaft, die Stimmen der Kollegen stehen. Und die Dumpfheit, die in den Polizeien vorhanden ist, das ist kaum nach außen zu vermitteln, weil die binnenkulturelle Deprivation, die wir bei den Polizeien feststellen, die ist gravierend, auch gerade in den letzten zwei Jahrzehnten nochmal gravierend schlechter geworden. Und von daher ist es völlig logisch, dass die GdP, wenn sie überleben will, rechts arbeiten muss. Also in Hamburg waren jetzt gerade Personalratswahlen
Und die Polizeigewerkschaft Deutschen Beamtenbund hat, obwohl die GdP so rechtslastig ist, 13 Stimmen, die GdP 7 und die BDK 3. Das ist heftig. Also ich kann jetzt auch beschreiben, wieso die GdP in Hamburg nicht mehr die führende Rolle, aber das ist zu langweilig. Das ist eine katastrophale Entwicklung. Und dann ist noch Folgendes ganz wichtig für Sie, wenn Sie sich vielleicht politikwissenschaftlich irgendwann mal den Polizei noch stärker befassen möchten. Es war jahrelang so, dass die Sprecher für Innenpolitik in den Landtags- und Bundestagsfraktionen bei der SPD eigentlich immer einen Ansprechpartner in der GdP hatten. Und die der CDU bei der Kohlgewerkschaft. Weil das ist auch leider sehr armselig. Ich arbeite jetzt an einem Buch über Parlamentarismus und auch über die Bundestagsverwaltung. Da gibt es auch ziemlich erschreckende, besondere Entwicklungen. Die haben in der Regel relativ wenig Ahnung. Also ich habe in Hamburg nach meiner Bonner Zeit wirklich mit 5, 6 innenpolitischen Sprechern intensive Fachgespräche, 4-Augen-Gespräche geführt. Mir ging das nachher so auf den Zeiger, wenn die Fraktion wieder jemanden anderes bestimmt hat. Manchmal nach 1, 2 Jahren. Und der von Tun und Lassen, keine Ahnung. Fängt mal wieder von unten an. So, das heißt, die innenpolitischen Sprecher der SPD haben praktisch oft auf Zuruf der GdP die Innenpolitik gemacht. Und heute haben wir es so, dass in der Regel Funktionäre einer GdP oder einer Kohlgewerkschaft selbst in den Landtagen, in den einschlägigen Fraktionen, SPD oder CDU, als Abgeordnete sitzen. Das heißt, sie brauchen gar nicht mehr Lobbyismus machen. Sie setzen es direkt um. Oder auch vom BKA. Im Moment immer so 2, 3 Leute. Deswegen war es auch nie möglich, im Deutschen Bundestag der letzten 3 Legislaturperioden irgendwie relevante Kritik gegen Zierke und sein BKA zu formulieren. Das war schon fast mehr Majestätsbeleidigung, obwohl die so viel Schrott produzieren und nur in 2 Bereichen überhaupt relevante Ermittlungszuständigkeiten haben. Alles andere machen ja die Länder. Also die haben es ja nur Schutz der Verfassungsorgane, einschließlich Personenschutz. Und wie bescheiden die das machen, sehen wir ja beim NSA-Komplex. Hahaha, wo fand da ein Schutz statt? Datenausforschung von allen. Und nicht nur das. Und die zweite relevante Zuständigkeit ist Internetkriminalität. Alles andere kann man knicken. Aber die Problematik der Polizeigewerkschaften ist gewaltig und wird dann nochmal gesteigert vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Polizei im Ansehen der Bevölkerung immer so weit oben steht. Also die laufen eben in ihren schnieken Uniformen rum. Inzwischen im Ermittlungsbereich auch das amerikanische Lesart alles übrig. Also wir haben noch gelernt, ohne dass der Schlagstock baumelt, die Waffe ewig schlendert und so ein Zeug, möglichst die Waffen, kann man gar nicht sehen, anwenden sowieso nach Möglichkeit. Heute, je mehr, desto besser. Und dennoch mit dem Django-Gang. Und bei der Kripo ist es genauso. Also wie ich jetzt hier stehe, adrett, Schlips und Kragen, und im höheren Dienst, die Ausbildung im höheren Dienst ist nicht viel anders als die zum gehobenen Dienst. Das ist noch mal 1 Jahr jeweils in der Landespolizei und 1 Jahr in Hiltrop an der sogenannten Polizeiführungsakademie. Da geht aus allen Bundesländern noch mal alle 1 Jahr hin. Die machen gleich das gleiche noch mal wie für den gehobenen Dienst, nur dann über eine Woche meinetwegen ein Fall. Geiselnahme, Terroranschlag oder irgend so ein Zeug, Bombenalarm und dann über 5 Tage unter allen Gesichtspunkten. Psychologie, Einsatzlehre, Führungsverhalten, Strafrecht natürlich und so weiter. Das ist der einzige relevante Unterschied. Aber, was ich sagen wollte, im höheren Dienst haben wir jetzt immer Figuren, die inzwischen so durchgestylt sind, dass sie in der Lage sind, innerhalb von 1, 2 Gesprächen, die meinetwegen 9 Innenminister oder Innenstaatssekretäre zu erfassen, wie man sie bedienen kann. Also die Präsentation an der Spitze des Ministeriums machen, seitens der Polizei, das sind gelackte, geschliffene Typen, die genau das drauf haben, wie man es so formuliert, dass
egal ob es ein CDU- oder ein SPD-Innenminister ist, das gewünschte Ergebnis herauskommt für die Polizei. Das ist auch faszinierend. Wir haben ja Bundesländer, da können wir erkennen, es ist völlig egal oder anders. Wir können jetzt die Landschaft aktuell angucken. Von Dunkelschwarz, CSU in Bayern, Rot-Schwarz, Grün-Rot, alle möglichen Farbkombinationen und können feststellen, die Polizeien ticken da durch die Bank alle nahezu gleich. Es gibt marginale Unterschiede. So, und das ist zurückzuführen auf diese Fähigkeit bestimmter Köpfe im höheren Dienst, also die Polizei entsprechend zu verkaufen. Da waren noch Wortmeldungen, ne? Die Antworten fallen vielleicht zu lang. Doch nicht mehr. Gerne. Ich finde das Vorgehen der Polizei im Zusammenhang mit Demonstrationen und damit im Zusammenhang Rechtsprechung in Bezug auf die Terrorismusreform. Auch die? Terrorismusreform, also die Erklärung der Gesetze von Grund auf Landesregierung. Also, ich verstehe den Kern der Frage noch nicht ganz richtig. Was meinen Sie, welche Problematik bei der Föderalismusreform? Versammlungsgesetz ist meinetwegen Landessache. Genau. Also, welche Problematik besteht da drin durch die Wort bei der Föderalismusreform? Kaum. Also zum Beispiel ist es ja bei der Kennzeichnungspflicht so, dass Polizisten in Ländern eingesetzt werden, wo eine besteht und zu Hause haben sie keine und umgekehrt. Das ist ziemlich irrelevant. Es gibt ja eh nur zwei Länder, in denen eine gewisse Kennzeichnung stattfindet. Und auch die ist noch nicht so, wie man sie sich eigentlich wünscht. Weil das die Legalisierung des Sachverhaltes, des Handelns möglich ist. Also die Föderalismusreform hat da nicht so viel Relevanz in dem Zusammenhang bisher. Es gibt eine andere Linie. Es gibt immer mehr den Versuch, das zentralstaatlich hinzukriegen, die Polizei. Also unter Schäuble nochmal, hat ein ganz vehementer Anlauf statt, wo Abgeordnete im Deutschen Bundestag gesagt hatten, dass Schäuble quasi jeder so ein Reichssicherheitshauptamt sich wünscht, von das Innenministerium, mit dem BKA sogar. Und wir haben ja zum Beispiel die Tatsache, dass auch Anfang der 90er Jahre die Eisenbahnpolizei in den BGS übergegangen ist, den Bundesgrenzschutz. Der Bundesgrenzschutz sagt ja eigentlich schon, der Name war nur an den Grenzen. Und weil das nicht mehr der Fall ist, wurde auch deshalb der Name geändert, in Bundespolizei. Und mit dieser Zuständigkeit der Eisenbahnpolizei war es auch plötzlich möglich, dass die Bundespolizei, damals BGS, praktisch in jeder großen Stadt, wo ein Hauptbahnhof existierte, einen Brückenkopf hatte. Und in diesen militärischen Kategorien wird dort auch gedacht. Also man hatte dann eine Dienststelle und man hatte nicht nur die Zuständigkeit für diese großen Bahnhöfe mit Hausrecht und anderem, sondern auch für die ganzen Eisenbahnstrecken. Also man hatte so ein Gerippe mit Rippen und Wirbelsäule und sonst was. Man hatte plötzlich über die gesamte Bundesrepublik Deutschland Zuständigkeit. Und man war präsent. Also der BGS und die Bundespolizei, auch heute ist die Bundespolizei immer noch mehr Truppenverband als Einzelpolizei. Sie hören sicherlich immer wieder einen anderen Singsang, dass sie auch in der Lage sind, einzelpolizeilich aufzutreten und so. Ausnahmsweise. Die Ausnahme bestätigt auch die Regel. Die ticken immer noch wie ein Truppenverband. Da hat sich nicht relevant was geändert. Gibt es da noch weiter oder ist die Frage weit beantwortet? Ja. Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile in verschiedenen Bundesländern bereits umgesetzt ist, aber im Nachspiel von zum Beispiel Stuttgart 21 wurde ja die Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz dann bereits diskutiert. Zur Identifikation, welcher Polizist am Ende hinter etwas dahinter steckt, was für mich damals auch sehr plausibel und wichtig geklungen hat, dass das gemacht wird. Sie als Insider, würden Sie überhaupt sagen, ist das was zielführend ist? Oder wäre so eine Kennzeichnung am Ende
angesichts der anderen Mechanismen, die eine Strafverfolgung verhindern, Bundes. Denn die Kennzeichnung tragen wir auch seit unserer Gründung 1986 vor uns her. Sie ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Und wenn man dann noch ein zweites Instrument schüfe, nämlich unabhängige Polizeikommission oder Ombudsleute oder wie man sie nennen will, super. Wir wissen aus anderen Ländern, nach 1, 2, 3 Jahren der Existenz einer unabhängigen Bearbeitung von fraglichen oder tatsächlichen polizeilichen Fehlverhalten, änderte sich das Verhalten in den Polizeien. Weil sie dann begriffen hatten, also ich meine jetzt die Bullen, dass Übergriffe, Fehlverhalten dann plötzlich tatsächliche Konsequenzen haben. Jetzt weiß jeder, dass nichts Relevantes rumkommt. Da mag es noch so ein Getöse geben. Auch Stuttgart 21. Gucken Sie doch an, was die Staatsanwaltschaft da bisher zustande gebracht hat. Ist doch lächerlich. In der Regel dann noch Strafbefehle. Also auch da möglichst nicht vors Gericht. Also mit einem Strafbefehl ja nur dann vors Gericht, wenn der den Strafbefehl bekommt, dagegen Rechtsmittel einlegt. Dann gibt es ja öffentliche Aufgaben. Und die Polizisten, die so einen Strafbefehl bekommen, das ist ja ein Dumping-Tarif. Also so wie meinetwegen Uli Hoeneß mit seinen 3,5 Jahren. Das ist auch eine Lachnummer. Also Gleichheit vor dem Gesetz. Unter 8 Jahre wäre der normale andere nicht weggekommen. Bei den Summen, die es gibt und wie er vorgegangen ist. Und so ist es eben auch da, also dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft im Grunde das gleiche Spielchen macht wie unter der CDU-Regierung. Also vor Mappus, Oettinger und wie diese kleinen und Großgalogen alle heißen. Also ein Typ wie Mappus mit NBW, mit seiner Anordnung in der Senatskanzlei, in seiner Staatskanzlei, in der Villa sonst wo, das fand doch die Dienstbesprechung 1, 2 Tage vor dem 30.09.2010 statt. Also jetzt kommen ja die Grünen sogar in Baden-Württembergischen Landtag langsam in Gang, wollen einen zweiten Untersuchungsausschuss dazu einrichten, weil es offensichtlich ist. Also so ein Vorgehen der Polizei dort im Schlossgarten ist nur mit politischer Rückendeckung möglich gewesen. Es geht gar nicht anders. Und das Nachtatverhalten bestätigt das ja nochmal. Also dass nach wie vor nur 4, 5 Verurteilungen existieren. Bei auch Dutzenden Straftaten, die die Polizeibeamte begangen haben. Ja, bitte. Nochmal zurück zu den Ermittlungsbehörden. Haben Sie irgendwie im europäischen oder weltweiten Umfeld in den Land, dass Sie da als Vorbild sehen können, also wo das bereits gut funktioniert? Mit unabhängigen Beschwerden. Genau. Stellen. Also, wir haben es in Holland, in Großbritannien, dann wurde es wieder abgeschwächt. Wir haben es in Australien, also nicht Europa, das weiß ich schon. Aber das sind so die Referenzländer, die wir haben. Da gibt es ein Vergleichsgutachten des Max-Planck-Instituts. Wenn Sie interessiert sind, ich gebe Ihnen nachher meine Karte, dann besorge ich mir das nochmal, übersende es Ihnen oder Sie fummeln sich selbst dadurch. Habe ich jetzt nicht mehr so präsent. Ich habe ein zweites Wort. Genau, Sie haben gesagt, dass die Idee immer mehr nach rechts wird. Und vor ein, zwei Tagen gab es einen Fall, ich glaube, ein Fußballspiel in HSV. Es war zum Fall, ein Fußballspiel HSV gegen Leute führt, dass ein USK-Auto, ein Nazi-Aufkleber auf den Ausrüstungskisten. Bitte nochmal, was da? Das war ein USK-Auto in Bayern, Neonazi-Aufkleber. Ja. Ist normal. Das ist so. Ich würde mich interessieren, wie Sie da ganz normal selbst bekannt ist, weil dann eben aufgegangen wird, das oder was. Wir haben ein Gruppenfahrzeug in Hamburg gehabt, ist auch ein paar Jährchen her. Da hing vorne an dem Rückspiegel, da im Fond, da hing eine Todesschlinge. Also auf dem Weg zum Einsatz. Ein Todesschlinge? So eine Schlinge, wie beim Henker. Also es gibt mehr solche symbolischen Schweinereien, die haben bei der Polizei nichts zu suchen. Da kann man gleich Grundsatzfragen stellen. Also genauso wie wenn Polizeibeamte, wenn sie zeugenschaftlich gegen Kollegen aussagen sollen, plötzlich allesamt irgendwelcher Gedächtnisschwächen einheimfallen. Oder alle waren gerade am Baum da hinten pinkeln oder
haben nichts gehört, weil die können alle gleich zum Polizeiarzt geschickt werden. Polizeidiensttauglichkeit überprüfen. Es findet nicht statt. Die interne die Dienstüberprüfung funktioniert nicht. Also wir haben Fälle gehabt, ich nehme jetzt wieder eins aus Hamburg, Kraftwerk Moorburg, durch eine grüne Umweltsenatorin der Genehmigungsbescheid für den Baubeginn. Anja, ganz große Klasse, Kohlekraftwerk. Und da gab es dann natürlich wieder Rangeleien und Demonstrationen, Versammlungen und so. Bei einer Absperrung, ich kürze es jetzt ab, wir haben das Video dazu, hätte ich mitbringen können, aber was soll. So, Absperrung, die Demonstranten hinter der Absperrung, Polizei war da vorne, dritten Beamter dazu, ohne Mütze, man kann nicht erkennen, Herrn, welchen Dienst hat. Und man sieht, man hört nicht auf dem Video das Zeug, man sieht, dass die miteinander sprechen. Und plötzlich haut dieser Beamte den Demonstranten hinter der Absperrung die Faust ins Gesicht. Wir wissen inzwischen, was da gelaufen ist, auch durch Polizeibeamten, die ausgesagt haben, es war keine Beleidigung, es war auch keine Provokation, um das gleich vorweg auszuräumen. Ne? Putativ, Notwehr und sowieso, man kann auch eine Beleidigung durch eine einfache Körperverletzung ausgleichen, ist rechtlich null. Ist so. War hier nicht. Es war ganz klar ein polizeilicher Übergriff, Körperverletzung im Amt. Es stellt sich raus, dieser Beamte war der Hundertschaftsführer. Muss ich noch mehr sagen? Er ist das Vorbild für seine Hundertschaft. Vorgesetzter ist schlechthin oder soll Vorbild, Charakter, Leben. Das ist keine Märchen. Ich erzähle nicht ein Ding, was nicht abgesichert ist. Keiner der Beamten, ist auch logisch, hat gegen den Hundertschaftsführer was unternommen. Und sowas läuft bei Gorleben, bei anderen Sachen ständig. Ich nehme sie gleich. Ich möchte nochmal eine andere Geschichte, die das nochmal top erzählen. Einsätze Gorleben, Castortransporte. Ich kenne selbst Beamte aus diesen Zügen. Diese Züge waren nicht mehr, hatten keine Waffe, nur ein Tonfahrt, waren quasi wie zivil gekleidet in Turnschuhen in den 90er Jahren. Die wurden mit Hubschraubern der Bundespolizei oder damals BGS an die Brennpunkte geflogen, wo gerade wieder eine Blockade stattfand. Das nervt ja auch, wenn der Castor nicht rollen kann. Und deren Job war nur eines: beseitigen. Keine Feststellung treffen. Keine Festnahmen, keine Gewahrsamnahmen, keine Vermerke, keine Anzeigenfertigung, fertigen, wegprügeln. Das nennt man dann im euphemistischen Fachterminus Lagebereinigen. Das gleiche Hamburg Rote Flora abends irgendwann bei den Dauerdemos, die da liefen. War allen klar, über Funk kommt irgendwann ein bestimmtes Wort und dieses Wort war der Auslöser für Lagebereinigung. Dann wurde auf alles wurde die Straße sauber gemacht. Ich meine nicht die Stadtabfuhr, Papier eingesammelt, sondern die Leute wurden weggeknüppelt in die Imbisse hinein, ob Frauen, ob Kinder, das war Schmutz. Ich kenne Beamte, die dabei selbst im Einsatz waren, die haben danach gesagt, Thomas, ich weiß nicht, was mit mir war. Wir haben es alle gemacht. Das ist irre. Ich war am 27. Januar in Bad Dingsbums, da in Niedersachsen, irgendeine Stadt, Bäderstadt. 27. Januar ist ja mal Befreiung Auschwitz. Bad Nauheim. Und die machen dort seit vielen Jahren jedes Jahr ein Schwerpunktthema. Dieses Jahr war das Schwerpunktthema Polizei damals. Also die Erschießung hinter den feindlichen Reihen, das waren ja vor allem Bullenkommandos. Zehntausende ohne Gerichtsurteil wurden abgeschossen, weil Polizisten einfach besser trainiert sind als die meisten Soldaten, auch damals. Das funktionierte. Kurzum, die Fragestellung, die es eigentlich ging, das fand ich ganz toll, ich blick da auch hin. Da saß auch der höchste Polizist Niedersachsens auf dem Podium, von Amnesty saß da noch jemand, der aber ein ziemlich trauriges Bild abgegeben hat.
und noch die Nase. So, die Fragestellung war vor allen Dingen im Kern, kann das wieder passieren? Fand ich super. Und selbst den Polizeipastor aus Hannover, diese Polizeipastoren sind alle pro domo. Die ticken alle für die Polizei, die schützen die Stände. Ich habe die damals nach Bonn eingeladen mal, also evangelische und katholische Polizei, Pastor und Pfarrer. Ich dachte, was ist denn hier, als ich da im Gespräch war? Das ist ja schlimmer als in der Bereitschaftspolizei gewesen, für mich. Und selbst der Polizeipastor sagte da in Hannover, selbstverständlich kann das wieder passieren. Wenn es hier richtig spitz, wenn ich von binnenkulturellen Deformierungen rede, dann tue ich das nicht, weil ich so viel leidenschaftliche Konflikte in der Polizei erleben durfte, die mich, aber das ist besser als so manche Zinkfeuerstehlung von irgendwelchen Gartengeländern, was ich hinter, also jetzt nicht physisch, sondern für meine geistig-mentale Haltung. Also ich bin nach wie vor flammender Anhänger einer gut funktionierenden zivilen Polizei. Das ist auch der Grund, warum es uns gibt. Wir wollen die Polizei in diesem Lande besser machen. Aber das, was ich Ihnen dargestellt habe, ist die Realität. Und bei den Staatsanwaltschaften gehen Sie wieder davon aus, da ist die Dienstführung noch, die sind an einer noch kürzeren Leine als Polizisten. Ich soll Schluss machen. Nee, nee, nicht stören. Also, hier gibt es übrigens gleich irgendwelche Menschen von Amnesty, nicht? Hochschule Mainz, da gab es eine Mail, ja. Also Sie haben mich eingeladen für 20 Uhr, ich habe folgendes Problem noch. Ich muss heute Abend noch nach Rotterdam, weil morgen eine Hauptversammlung eines Industriekonzerns stattfindet, wo ich Compliance gemacht habe. Das ist morgen 10 Uhr. Und das ist ein richtiger Sauladen. Also die haben sich jetzt selbst geschreddert. Das Handelsblatt hat mal 3 Seiten da gebracht, vom eigenen Management ausgeraubt. Gehen Sie bitte davon aus, dass in dem Sachverhalt, das spielt wesentlich in Hamburg, aber auch in Frankfurt, München, Stuttgart und Berlin, bis heute nicht eine Staatsanwaltschaft anständig arbeitet. Also ein großer wirtschaftskrimineller Komplex. Deswegen werden wir heute um 20 Uhr nicht zusammensitzen können, obwohl ich es sonst sehr gerne gemacht habe. Da war noch ein Wort. Ja, also es gibt in Mainz, am 10.3. gab es einen Mordversuch am Bahnhof. Da hat ein, also wir haben dann da ermittelt, weil die Polizei, also ermittelt, also haben Zeugen rausgefunden etc., weil die Polizei im Prinzip nichts gemacht hat, Staatsanwaltschaft auch nichts gemacht hat. Wir haben am Tag danach davon mitbekommen und haben halt einfach sind hin und haben irgendwann so eine Art Gruppe gebildet und haben versucht, irgendwie Informationen zu sammeln, haben Zeugen ausfindig gemacht. Nach unseren momentanen Informationen ist es so, Informationsstand, dass dort ein im Prinzip rassistischer, Ende 50-jähriger Mann auf einen 28-jährigen Student eingestochen hat, unter rassistischen Begriffen, Rufen etc. ist am Ende noch auf Leute, die eingegriffen haben, hat ist auf die losgegangen, die haben den dann überwältigt, hat dann, als die Polizei ihn festgenommen hat, noch geschrien, ich bin Nazi etc. von der Polizei, Staatsanwaltschaft kommt aber immer nur, die Ansage, das sind halt zwei Streithähne aneinander geraten. Das wird der Rassismus komplett unter den Teppich gekehrt. In der Zeitung, die in der Allgemeinen Zeitung Mainz, steht dann halt auch, ja, Messerstecherei, als wäre es eine Messerstecherei gewesen. Statt ja, der hat ihn fast getötet, der hat ihn am Hals aufgeschlitzt, der kann momentan noch nicht richtig sprechen und so weiter. Ja. Wer sind wir? Wir sind die Leute, die versuchen, da Aufklärung zu fordern und wir haben mal versucht, Öffentlichkeit herzustellen, beziehungsweise tun das also noch. So eine Ermittlungsgruppe. Ja, genau. Leute, die haben die Waren noch organisiert. Ja, dann haben Sie jetzt einschlägige Erfahrung. Das übrigens ist im Osten ständig passiert, in den 90ern. Ich habe innerlich gekotzt. Also ich bin nach wie vor in den Bundestreffen bei den Bündnisgrünen für Recht und Demokratie. Da kommen so die Sprecher aus den Landtagen, Bundestag, Europaparlament für Innenpolitik und Justizpolitik und ein paar Bürgerrechtsorganisationen wie wir zusammen. Da wird ausgetauscht. Das war ständig dort. Da versuchten Linke, wenn sie es noch nicht kapiert hatten, Zuflucht an der Wache zu finden, wenn sie gejagt wurden. Und die haben von innen die Tür zugemacht. Und der wurde dann draußen platt gemacht. Oder bei Vernehmung eindeutige Dialoge.
wo die Bullen sich so klar als braun geäußert haben. So, und im Westen wird das ja immer so getan, hier ist nicht das Problem, lächerlich, das Brunntier. Und zwar hier unten, also im Stuttgart-Heilbronner Raum, Ludwigsburg, heftigst. Sie wissen vielleicht, wenn Sie vorgegoogelt haben, ich habe über 30 Sitzungen des Untersuchungsausschusses in Berlin mitgemacht, also jetzt zum NSU-Komplex. Und was ich da an Aussageverhalten erleben durfte, das ging ja auch vielfach durch die Medien, ist ja nicht nur meine Wertung, von BKA-Beamten, von dem Staatsanwalt des Generalbundesanwaltes. Also ich kenne Beamte, ich habe es nicht erlebt. Wenn der Generalbundesanwalt die Zuständigkeit übernimmt in einem Bundesland, wenn die Staatsanwälte des GBA einfliegen, dann gibt das so einen Wind. Also sie sind so die Herren des Ganzen und alle anderen sind Dussel. Der Typ saß da wie eine Rolle Drops. Weil durch die Vernehmung im Untersuchungsausschuss, das war nur noch peinlich, was die damals gemacht haben, warum sie den NSU-Komplex nicht übernommen haben, Zuständigkeit begründet haben. Wer hat denn jetzt die Anklage in München? Der Generalbundesanwalt, nicht bayerische Staatsanwälte, die besondere Aufbauorganisation Bosporus oder die anderen fünf Sonderkommissionen in den Bundesländern. Und damals haben sie es abgelehnt. Und genauso Scheiß, wie sie damals gearbeitet haben, machen sie im Moment dort im Gerichtssaal. Denn die Anklage auf drei Haupttäter mit den anderen fünf Namen, die da noch sitzen, auf der Anklage, ist doch lächerlich bei dem Netzwerk, das existiert. Also die rechtsradikale Problematik auch im Westen der Bundesrepublik ist virulent. So, Sie haben es jetzt mal erlebt. Ja, schön, machen Sie bitte weiter. Also wenn Sie Kaffee, hier Hilfe brauchen, klingeln Sie mal durch. Hier bröckelt es jetzt langsam. Wir sollten überlegen, ob wir irgendeinen Schlusspunkt machen oder informell für Interessierte noch weiter. Lars, bitte. Also, ich werfe halt eine Ordnungsstelle da. Von mir aus können wir noch 10 Minuten machen. Mir ist das. Wenn das Interesse denn steht. Aber ich will hier niemanden. Wie ist die Meinung jetzt hier im Auditorium? Weitermachen. Es gibt ja auch andere Verpflichtungen noch für den Eindruck. Dann machen wir jetzt weiter, wir machen weiter. Gut. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, wie sieht die Grafik aus, wie die Inhalte und die Polizei gegen die Missstände im Autobahn erfüllen? Also, welche Chancen haben Sie da überhaupt? Also, welche Stelle bin ich wirklich vor einem zu sagen? Also Sie stellen eine fürchterlich zutreffende, peinliche Frage. Es ist vollkommen treffend formuliert. Dazu als Hintergrund, als wir gegründet wurden, 1986, 87, hatten wir die Unterstützung einer großen Volkspartei, die SPD. Das war der Grund. Die haben damals gesagt, wir brauchen andere Polizisten. Diese Holzköpfe, also das haben die nicht so formuliert, diese Holzköpfe, das kann es nicht sein. Wir brauchen kritisches Potenzial. Das war auch der Grund, weshalb wir Preise bekamen. Gustav Heinemann Bürgerpreis für unsere Zivilcourage. Einzelne von uns auch noch Einzelpreise, Humanistische Union. Und dann gab es plötzlich Anfang der 90er Jahre auch SPD-Innenminister, die klar sagten, wir wollen jetzt nur noch richtige Polizisten haben. Was richtige Polizisten sind, das ist ungefähr das, was sie jetzt im Moment ständig erleben. Das heißt, es ist politisch gestaltbar. Es kann sein, also wir stehen auch, oder ich besonderen auch mit, also hochrangigen SPD-Leuten nach wie vor in Kontakt, ist ja logisch. Also ich pflege meine Kontakte seit Jahrzehnten jetzt. Und es zeichnet sich ab, nicht nur durch den NSU-Untersuchungsausschuss, weil da waren ja alle entsetzt, wie die Polizei tickt. Das, was wir schon 15 Jahre lang vorher formuliert haben, formulieren jetzt plötzlich abgerundet wird, die bodenlose Vorgehensweise. Es kann also gut sein, dass es einfach wieder eine andere Zeit gibt, in denen gesagt wird, wir brauchen eine Liberalisierung der Polizei.
Nein, nein. Also mich würde einfach interessieren, was ihr jetzt konkret in der Heimat, also machen wir eine Fortbildung in der Heimat? Nein, nein, nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Also wäre ich jetzt auch gedacht, also die Abhängigkeit, also gehen Sie bitte von Folgendem aus. Es gibt Untersuchungsausschüsse in Landtagen, deren Einrichtung uns zugeordnet wird. Also einige von uns, die arbeiten dann eben verdeckt. Also die sorgen dafür, dass bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Auch das ist ein Grund, weshalb so viele von uns eben sagen, also fast alle, die bei uns im Bundesvorstand waren, oder den Kopf anders wie rausgehängt haben, haben Nachteile bekommen. Das Champignon-Prinzip, wer reif ist. Ne? Und das war auch so, meinetwegen Sigi Schröder in München, das war so der einzige in den 80er, 90er Jahren, den wir in Bayern, nee, da hatten wir vier, drei aus Wackersdorf, ihn in München. Der hat zwar auch einen Preis bekommen von der Humanistischen Union, der wurde aber nie ernannt. Weil das ist so ein Paradebeispiel, wo auch die Frau dann irgendwann gesagt hat, das geht so nicht weiter. Und was viel wichtiger ist, alle im Polizeipräsidium München haben gesehen, was mit ihnen passiert, wenn sie bei uns mitmachen. Also wir haben jetzt damit das Problem, dass viele sagen, viele von denen, die bei uns sind, sagen, ich mache mit, aber das nur in der Vereinsliste, bitte nicht nach außen kommunizieren, weil klar ist, was passiert. Ich habe jetzt noch eine Kollegin im Vorstand, eine Kommissarin aus Gelsenkirchen. Ich hätte gerne noch 5, 6 andere. Ich würde auch gerne den Stab endlich abgeben. Ich werde in anderthalb Jahren 60. Das ist eigentlich das Alter, mit dem man pensionieren muss. Aber ich will sowieso bis 70 noch aktiv sein. Hier war eine Wortmeldung. Ja, hier. Seht da hinten erst. Die Es geht eben auch darum, bei größeren Demonstrationen zum Beispiel, dass die Polizei gezielt Funktionäre, die Menge nicht und dann später quasi Gewalt zu rechtfertigen, abschließen jetzt. Ich würde sagen, warum geht es nicht meistens? Wie ist da Ihre Erfahrung? Wenn Sie sagen, meistens wird es nicht nachgewiesen, ja. Doch, es wird nachgewiesen, ja. Ist schon. Hamburg, in Berlin, auch in anderen Städten. Also es findet statt, ist gar keine Frage, nicht unbedingt im offiziellen Auftrag, dass sie provozieren sollen, sondern die können nicht an sich halten. Die sind dann auch in so einer Gruppendynamik, wo dann um sie herum irgendwelche Autonome gerade die Steine scharf machen, sag ich mal, dass sie dann, um nicht aufzufallen, meinen, der Erste sein zu können. Ja, und ich meine nicht so sehr verdeckte Ermittler, sondern vor allem V-Leute, weil das natürlich nochmal ein anderes Potenzial ist, an schlechter Qualität. Also V-Leute sind Bürgernot. Es gibt keinen V-Mann oder V-Frau, der nicht Dreck am Stecken hat. Auch als ich das lernte von einem von mir sehr, also sehr geschätzten Kriminaldirektor, nach meiner Bonner Zeit war ich ja nochmal 3 Semester in dieser Fachhochschule Polizei, im Hörsaal, und der sagte das so. Jeder, der hatte reichlich Erfahrung mit Frau Dr. Nicht einer ohne. Und deswegen ist das so hochheilig. Das kann nur funktionieren, wenn es eine exzellente Formanführung gibt. Weil der Wert von V-Leuten ist eminent, das ist gar keine Frage, zur Erkenntnis gewinnen. Leider auch zur Steuerung, wie wir ja wissen. Auch beim NSU-Komplex. Versteuerung, dadurch den Verfassungsschutz, nicht durch die Polizei. Das geht nur, wenn Sie eine exzellente Form von Führung hinkriegen. Und das hängt dann von der Qualität des Führungspersonals bei der Polizei ab. Und das ist nicht besonders hochwertig. Das heißt, Sie müssen es abschaffen. Da war eine Wortmeldung. Ja, ich fange mal mit der Schwierigung an. Ich habe ein bisschen Problem damit, wenn Polizisten ganz frei als wohlhirnige Draufschläger dargestellt werden. Ich habe das 35 Jahre in vielen Demonstrationen oft genug so erlebt. Ganz vieles, beziehungsweise die Beispiele stimmen natürlich alle. Dennoch kenne ich auch einen Haufen Leute, die bei der Polizei sind und die das aus einer sehr rechtsstaatlichen Gesinnung aus sind. Die auch fluchen über manches,
Wir hatten jetzt den Fall in Trier, 27. Januar, hatte die Stadt eine Demo von Nazis im Stadtzentrum verboten. Das Gericht hat das Verbot außer Kraft gesetzt und hat diese Demo am 27. Januar erlaubt. Katastrophe, fanden aber auch viele bei der Polizei. Nur da ist natürlich eine schwierige Frage, wie damit umgehen. Ich glaube schon, es ist ganz viel Frage eben auch von politischer Stimmung, von politischen Mehrheiten und was wo getragen wird. Diese Staatsanwälte in Stuttgart, von denen Sie gesprochen haben, das sind ja keine anderen. Also mit der schwarzen Regierung, Personalpolitik wirkt sich da über die Jahrzehnte aus natürlich. Aber ich glaube tatsächlich, da ist der Weg einfach auf der politischen Ebene massiv vorzugehen, so frustrierend wird. Es sein mag, und gerade wenn man das erlebt hat in den letzten zwei Jahrzehnten wie Sie, wüsste ich aber nicht mehr, welcher andere Weg in diese Ausgezeichnung sind. So sehe ich das auch. Und wir erleben ja immer wieder kleine Überraschungen, also auch mit Hoeneß, dass er überhaupt verknackt wurde, ist ja ein bisschen was. Und dass diese Kessel zum Teil.